Hey Leute, hier ist David aus Australien, wie geht's euch? Ich wurde gefragt, ob es sich denn lohnt, ein Navigationsgerät aus Deutschland mitzubringen, wenn man durch Australien reisen möchte. Und ich nehme mal an, das betrifft alle die, die mit dem Auto reisen möchten. Ist ein Navigationsgerät in Australien notwendig? Das hängt ein bisschen davon ab, wo ihr in Australien gerade seid. Wenn ihr so im Hinterland seid, oder im Inland und im Outback, dann braucht ihr sicherlich kein Navigationsgerät, da gibt es in der Regel nur eine Straße und da seid ihr mit einer ganz normalen Karte, mit einem Atlas, mit einem Straßenatlas sehr gut beraten und das würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, kauft euch einen Atlas, die kosten so, oder Straßenkartenmaterial für Australien, kosten so um die, weiß ich, 20, 30 Dollar, das lohnt sich auf jeden Fall, selbst wenn ihr ein Navigationsgerät habt, denn das kann auch mal versagen, Batterie ist alle etc. und dann seid ihr aufgeschmissen. Okay, aber dennoch empfehle ich ein Navigationsgerät zu haben und zwar vor allem dann, wenn ihr in den Städten seid. Und das kann nämlich sehr, sehr verwirrend sein. Erst recht so in einer Stadt wie Brisbane, wo ich wohne, da bin ich auch wir sind zum Anfang nach Karten gefahren und das ist super anstrengend. Sobald man mal eine Straße, einen Abzweig verpasst, da muss man sich wieder neu orientieren. Dann haben wir festgestellt, dass viele Straßen Einbahnstraßen sind. Das heißt, man konnte nicht einfach die nächste Straße fahren, wie nach Karte ausgeschildert. Auch einfach die nächste Parallelstraße nehmen, stellt sich in Brisbane zumindest sehr schwierig heraus, denn Brisbane ist sehr, sehr hügelig, sehr bergig und eine Straße, auch wenn es nur die nächste ist, kann ganz woanders hinführen. Ja? Also eine Straße geht da lang. Und die nächste Straße geht nicht einfach so lang, sondern die geht dann so lang. Und dann seid ihr ziemlich aufgeschmissen. Okay, was habe ich gemacht? Ich habe mir vor 3 Jahren ein Navigationsgerät geholt. Okay, ich kriege gerade Besuch. Ich bin nicht in meinem Garten. Aber ich weiß nicht, ob man es sieht, da hinten. Da sind ein paar... auch sehr interessant. Okay, also, ja, ich habe mir ein Navigationsgerät geholt. In Australien heißt das GPS, oder auf Englisch GPS. Ja? Ihr könnt sagen Navigation System, aber wenn ihr sagt GPS, dann wissen die Leute ganz genau, was ihr meint. Okay, das ist eine australische Firma, Navman. Die haben verschiedene Modelle. Das war das günstigste, das war im Angebot damals gewesen. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Sicherlich gibt es ähnliche jetzt von dem Hersteller. Das hat mich 99 Dollar gekostet. Ist sehr, sehr einfach. Man kann nicht wirklich Touren eingeben oder Zwischenpunkte angeben, aber man kommt von A nach B. Hat ein paar Points of Interest, aber auch nicht wirklich aktuell. Ich war in Coober Pedy, ist im Inland, auf dem Weg von Adelaide nach Australien. Und da stand ich auf dem Campingplatz und ich habe nach Campingplätzen gesucht. Und es wurde mir gesagt, dass der nächste Campingplatz in 450 Kilometern ist. Wo ich dachte, I don't agree. Ist es für solche Sachen nicht wirklich geeignet, aber es bringt dich auf jeden Fall von A nach B und zeigt dir so Geschwindigkeiten an etc. Tralala. Das kommt mit einer Halterung, wie die meisten Navigationsgeräte. Und vor allem ganz wichtig ist, dass ihr dann so ein Stöpsel für euren Zigarettenanzünder habt. Dann könnt ihr das an die Fensterscheibe ranmachen. Wird eingehakt. Das Teil hier hat einen USB-Anschluss, Mini-USB. Das heißt, ihr könnt da auch einen anderen Charger rannehmen, wenn ihr einen habt. Die Dinger heißen, ja, heißen die Charger? Ja, ich glaube ja. Car-Charger. Falls ihr danach sucht. Okay, noch ein Tipp, wenn ihr ein GPS an die Fensterscheibe von eurem Auto ranmachen wollt. Ich habe schon mehrmals gehört von Freunden, dass die angehalten wurden von der Polizei, dass das Navigationsgerät die Sicht nach vorne versperrt hat und dann kriegt man ein Ticket. Also sorgt dafür, dass vor allem dann, wenn ihr größere Geräte habt, dass ihr das sofern an die Fensterscheibe ranmacht, dass ihr nicht wirklich... dass es nicht irgendwie so hängt. Ja? Macht es am besten auch nicht in die Mitte zentral, sondern macht es mehr an die äußere Fahrerseite, also ganz rechts, zwischen Tür und Lenkrad sozusagen daran, dann sollte das kein Problem sein. Okay, tatsächlich benutze ich dieses Gerät nicht mehr so häufig, wirklich nur noch im allerschlimmsten Notfall, denn mittlerweile bin ich komplett aufs Handy umgestiegen, Smartphone, in dem Fall, ich habe ein Nexus 4 und bin super zufrieden mit Google Maps. Ja? Google Maps bringt mich auch von A nach B.
Und das Schöne daran ist, dass ich über den Audioausgang das an mein Radio anschließen kann, zusätzlich auch noch Musik hören kann von meinem Handy und immer dann, wenn die Navigationsstimme sagt, ich soll abbiegen etc., dann machen die das ganz interessant, also ganz angenehm. Das heißt, die Musik wird langsam zurückgefahren, ist immer noch im Hintergrund hörbar und die Stimme also von Google Maps in dem Fall, ist dann zu hören, auf eine sehr angenehme Art und Weise. Zusätzlich noch, ich habe mir so eine LG G-Watch, so Android Wear, geholt und da wird mir dann auch noch der nächste Schritt dann auf der Uhr angezeigt. Gut, ist mehr ein Gimmick, als dass man es wirklich braucht beim Autofahren zumindest nicht. Ist sehr angenehm, wenn man durch die Stadt mal läuft, da muss man nicht immer das Handy rausholen, aufs Handy gucken, dann guckt man immer so auf die Uhr, wo es dann angezeigt wird. Ja, wenn ihr mehr von dieser Uhr mal hören wollt von mir, so meine Erfahrung, dann lasst mich wissen, dann mache ich gerne mal ein Video dazu. Okay, ja, also das sind im Prinzip die drei großen Dinge, Karte, separates Navigationsgerät oder euer Smartphone und wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit Google Maps. Könntet ihr euch ein Navigationsgerät mit von Deutschland mitbringen, wenn ihr eins habt? Sicherlich, das nimmt nicht unbedingt Platz weg. Und wenn ihr wisst, ihr seid mit dem Auto unterwegs, dann macht es Sinn. Stellt aber sicher, dass ihr das entsprechende Kartenmaterial habt von Australien, dass es aktuell ist. Vor allem in den Städten selber, da kann es immer mal wieder Änderungen geben. Sicherlich auf dem Land jetzt nicht so, da wird nicht einfach mal so eine neue Straße gebaut. Und selbst wenn, dann ist das relativ einfach zu erkennen für euch und ihr braucht dann nicht ganz das aktuellste Kartenmaterial fürs Inland, fürs Outback. Okay, ja, Kostenpunkt, wie gesagt, für ein Navigationsgerät so zwischen 100 und nach oben hin natürlich offen. Es gibt hier auch die ganz Standard, ja, so TomTom, Garmin, vor allem Garmin ist hier sehr, sehr beliebt. Ja, die könnt ihr hier natürlich dann auch kaufen, wenn ihr denn wollt. Okay, ich hoffe, ich habe die Frage damit einigermaßen gut beantwortet. Solltet ihr weitere Fragen oder Erfahrungen zu diesem Thema haben, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einfach einen Kommentar unter dieses Video schreibt. Ansonsten liked das Video, wenn es euch gefallen hat und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr von mir zum Thema Australien auf dem Laufenden gehalten werden wollt. Also, bis später.